gehst du einfach hin, denn wenn du jetzt anfängst, die zu teilen, musst du die komplette Aufstellung wieder ändern. Ja. Holst auf einer Seite hoch, können sie so stehen bleiben, passt das. Okay. Danke. Bitte. Wenn der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval zur Generalprobe ruft, wird es ernst. Vor der Intronisation von Prinz und Confluencia wird das närrische Programm einstudiert und geprobt, bis es sitzt. Bevor die erste von der gelb-rote Mannschaft hätte draufgehen, dass die Folge noch runtergehen. Ich bin ja auch hier rum. Ja. Aber. Die erste Stehprobe für das Gefolge auf der Bühne sieht noch etwas chaotisch aus. Der Hofmarschall Heinrich Rudolf Reinhardt ist aber optimistisch. Irgendwann kommt das System rein. Und Prinz Erik in Spee hält das Gefolge mit dem Prinzenlied bei Laune. Burgenschlösser mit Rhein, hier kann man nur fröhlich sein, wir feiern Fasnacht am Eck. Zwei, drei und auch ein viertes Mal probt das Gefolge den Einmarsch durch die große Rhein-Mosel-Halle bis auf die Bühne. Du gehst zum Julia, ja? Klasse. Gut. Und ihr? Ach, wunderbar. Ihr steht ja schon perfekt. Franz Josef Möhlich möchte, dass alles sitzt. Und nicht noch einmal vorne rechts und links teilen. Die Gruppe bleibt in sich geschlossen zusammen. Egal, was irgendeiner sagt, das ist so. Dann sind die Gardetänzer dran. Die Trainerinnen Sandra Engel und Petra Knopp geben der Bande letzte Tipps. Also ohne Quatsch, es war jetzt viel besser. Aber ihr müsst mehr auf die Mitte achten. Ihr habt viel zu weit komplett mit der ganzen Gruppe links getanzt. Die graue Folie ist maximale Tiefe von der Bühne. Mehr Platz habt ihr nicht. Schon aufgeregt? Wird alles klappen? Gute Frage. Eine Generalprobe ist nicht so perfekt, also müsste alles gut gehen am Samstag. Nee, klappt. Passt. Ich bin aufgeregt. Ich habe aber auch Spaß dabei und freue mich. Und es wird Zeit, dass es losgeht. Die Bühne ist groß, der Saal ist groß. Die Leute müssen einfach mal sich an die Bühne gewöhnen, sie müssen sich an den Saal gewöhnen. Aber entscheidend ist, dass die Tanzgruppen sich einfach an die Bühne, an den Tanzboden gewöhnen, auch allein von der Verletzungs- und von der Unfallgefahr her. Also steckt auch hinter solchen Veranstaltungen richtig viel Arbeit? Ja, klar. Sieht immer so aus, so leicht, locker vom Hocker, aber es ist eine Menge Probe dabei. Samstagmorgen schmücken, aufbauen, alles fertig machen, Bühnenbild stellen, Tische eindecken. Alles, was auf die Tische muss drauf, Tischkärtchen stellen, Einlasskontrolle organisieren, Urkunden fertig machen, alles, was dazugehört, duschen, essen, Intro. Und danach die Nacht durchfeiern? Ja, sowieso. Die anderen haben dann schon ein paar getrunken, wir kommen von der Bühne und dann geht's richtig rund, dann haben wir Spaß und wir freuen uns drauf, wird sicherlich gut, wird eine tolle Nacht. Vielen Dank und gutes Schlafen. Ich danke dir, gleichfalls.